Der Wunsch nach Kampfpanzern ist aufgrund des Ukraine-Konflikts aktuell in aller Munde. Und seien wir doch mal ehrlich, wer wollte nicht auch schon immer mal einen Kampfpanzer zu Hause vor der Haustür stehen haben? Das Ganze scheitert nicht nur am Kriegswaffenkontrollgesetz, sondern oft auch am nötigen Kleingeld. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was die Panzer der 10 wichtigsten Herstellerländer denn so kosten. Wir fangen an mit dem deutschen Leopard 2 Kampfpanzer. Der Leopard 2 Panzer wird seit 1978 gebaut und ist der Nachfolger des Leopard 1 Panzers. Und mit rund 3600 gebauten Exemplaren auch ein kommerzieller Erfolg. Wie man hier unschwer erkennen kann, wird er in zahlreichen verschiedenen Varianten gebaut und daher ist der Preis auch schwer anzugeben. Auf der Seite isthaltbar.de habe ich trotzdem ein paar Preise gefunden. Hier wird der Preis für einen Leopard 2 in Höhe von 3 bis ca. 7 Millionen genannt. Die Version Leopard 2 A7 wird hier allerdings mit einem Stückpreis von 15 Millionen Euro angegeben. Das heißt, die Version ist schon um einiges teurer. Kommen wir zum amerikanischen Abrams M1. Die Auslieferung der ersten Serienmodelle erfolgte Anfang der 80er Jahre. Hier ist leider nur der Stückpreis von 1999 angegeben und der betrug damals allerdings schon 6,2 Millionen US-Dollar. Also wird es heute deutlich teurer sein, sich so ein Abrams M1 zu kaufen. Somit springen wir zum amerikanischen Challenger 2 Panzer. Der wurde ab 1986 entwickelt und 1994 erstmals ausgeliefert. Den Preis und einige Daten mehr habe ich hier auf der Seite von der Augsburger Allgemeinen gefunden und die geben die Kosten hier mit rund 4 Millionen Pfund, was etwa 4,5 Millionen Euro sind, an. Damit kommen wir zum französischen Leclerc-Panzer. Hier gibt Wikipedia an, dass er im Jahr 2011 einen Wert von ungefähr 9,3 Millionen Euro hatte. Sicherlich heutzutage dann auch über 10 Millionen wert. Damit kommen wir zum italienischen Ariete-Panzer. Das heißt auf Deutsch hier laut Wikipedia Rambock oder Widder. Und von denen wurden die ersten Exemplare 1995 geliefert und die letzten 2002, also da ist schon lange wohl keiner mehr gebaut worden. Ein bisschen weiter unten bei Wikipedia finden wir die technischen Daten und da ist dann der Stückpreis mit 2,9 Millionen Euro angegeben. Also für so Panzer bis jetzt noch ein richtiges Schnäppchen. Damit sind wir dann in Russland gelandet und hier beim T-90-Panzer ist einer von zwei Hauptkampfpanzern, die Russland aktuell noch so von den modernsten quasi im Einsatz hat. Russland hat auch noch viele alte im Einsatz, die könnte man sicherlich billiger kaufen, aber wir wollen ja hier die Top-Modelle uns betrachten. Der T-90 ist 1992 eingeführt worden und mehrere hundert Exemplare wurden exportiert. Zu den Kosten wurde ich hier auf der Express.at-Seite fündig und zwar wurde hier angegeben 4 Millionen Euro teuer und das Ganze hier in Sekundenschrott. Ich glaube, der Panzer hat so ein paar Probleme oben mit der Turmpanzerung und der dahinter gelagerten Munition. Daher ist er da wohl recht explosiv an der Stelle. Naja, uns soll es um die Kosten gehen. 4,7 Millionen und schon könnte der Panzer euch gehören. Настала очередь преодоления препятствия трамплин. Прыжок и выстрел. Такие живучесть всех узлов, агрегатов и систем. Уважаемые гости, вашему вниманию представляется продукция концерна «Тракторные заводы». Wie versprochen, bleiben wir in Russland und gucken uns jetzt den T-14-Panzer an. Hier sehen wir ihn. Der T-14-Panzer ist ein russischer Kampfpanzer der letzten Generation. Er wird seit 2010 entwickelt und soll den russischen T-90 ablösen. Bei dem russischen T-14-Panzer liegen wir bei einem Stückpreis von über 7,1 Millionen, also der ist schon deutlich teurer wie der T-90-Panzer.
Hier sehen wir den israelischen Merkava-Panzer bei der Schussabgabe. Ist eine ganz beeindruckende Aufnahme, die da gelungen ist. Produziert wird er seit 1978. Auch hier gibt es zahlreiche Entwicklungsstufen. Wir springen zur Seite israelnetz.com. Dort habe ich nämlich den Preis gefunden. Ein Exemplar des Panzers, der auch Hubschrauber abschießen kann, kostet rund 3 Millionen Euro. Also na, dafür kann man sich den doch mal gönnen. Hier sehen wir den japanischen Typ 90 Panzer. Bitte nicht verwechseln mit dem russischen T-90 Panzer. Nicht nur der Name ist ähnlich, sondern auch die Japaner haben noch zwei größere Panzer im Einsatz. Das schauen wir uns aber gleich an. Erstmal der Typ 90. Der Typ 90 wurde 1990 in Dienst gestellt und seit 2010 wird er durch den Typ 10 ergänzt. Der Typ 90 gehört zu den modernsten und ausgereiftesten Panzern weltweit und hätte gute Chancen auf dem Exportmarkt. Aber Japans Rüstungsindustrie hat strenge Ausfuhrbeschränkungen und daher können die den halt nicht so gut auf dem weltweiten Markt anbieten. Und das macht sich dann natürlich auch in hohen Stückpreisen bemerkbar. Du musst für einen Panzer 7,4 Millionen US-Dollar hinlegen. Dafür gibt es dann aber auch sehr fortschrittliche und entsprechend kostenintensive Sensorik am Panzer. Dann sehen wir hier den zweiten japanischen Panzer, den Typ 10, und da schauen wir mal, was der so kostet. Jo, wie glaube ich gerade schon gesagt, 2010 war da der Startdatum der Produktion, soll ja den älteren Typ 90 unterstützen oder ergänzen. Der japanische Typ 10 Panzer ist für einen Stückpreis von 954 Millionen Yen oder 8,9 Millionen Euro zu haben. Wir bleiben im asiatischen Raum und sehen hier den südkoreanischen K2 Black Panther Panzer. Einen südkoreanischen K2 Black Panther Panzer kannst du schon für einen Stückpreis von 8,5 Millionen US-Dollar kaufen. Der Vollständigkeit halber möchte ich dir jetzt hier auch noch den Typ 99 der chinesischen Armee vorstellen. Er wurde 1999 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und wird vom chinesischen Rüstungskonzern Norinco hergestellt. Leider habe ich hierzu keinen Preis gefunden. Das heißt, wenn du eventuell den Preis für einen chinesischen Typ 99 Panzer weißt, schreib ihn doch bitte unten in die Kommentare, damit wir das Video hier vervollständigen können. Und wenn wir schon beim Vervollständigen sind, dann schauen wir uns jetzt hier noch den ukrainischen T-84-Panzer an. Der T-84-Panzer ist eigentlich eine ukrainische Weiterentwicklung des sowjetischen T-80-Panzers. Der erste Prototyp wurde 1994 gefertigt. 1999 wurde das Fahrzeug bei der ukrainischen Streitkräfte eingeführt. Leider konnte ich zum T-84-Panzer keinen Preis finden, allerdings wollte ich ihn erwähnen, weil die Ukraine im Moment ja so eine große Bedeutung hat. Und sicherlich im Ukraine-Krieg der T-84-Panzer auch eine bedeutende Rolle hat. Als letztes sei noch der iranische Panzer Zulfikar erwähnt. Er wurde wohl nach einem berühmten Schwert benannt. Ja, da kenne ich mich leider nicht so aus mit der Geschichte. Seine Entwicklung begann in den 90er Jahren und die ersten Prototypen wurden dann 1993 fertiggestellt. 1996 ging der Panzer dann in Serienproduktion.
Zu dem iranischen Panzer habe ich leider auch keinen Preis gefunden. Allerdings wollte ich auch ihn nennen, weil die iranische Militärproduktion ja auch eine gewisse Bedeutung hat und der Iran ja auch ein gewisses Konfliktpotenzial hat. Auch hier, falls ihr Preise von dem Panzer wisst, gerne unten in die Videobeschreibung. Somit haben wir uns jetzt einige Panzer angeschaut und du kannst jetzt noch sagen, welcher dein Favorit ist, welchen du dir gerne in den Vorgarten stellen möchtest. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video zeigen, wie teuer so ein Krieg doch ist und wir uns doch vielleicht lieber für den Frieden entscheiden sollten und diese ganzen Millionenbeträge, die da unnütz in das Töten von Menschen gesteckt werden, vielleicht doch lieber zu friedlichen Zwecken nutzen könnten. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinschaust. Bis dann, ciao!